Ja, im Hernienzentrum operieren wir sämtliche Formen von Bauchwandhernien und die Zwerchfellhernien, also die Brüche, die an der oberen Begrenzung des Bauchraumes sind und die sich dann in den Brustkorb eben entwickeln können. Das Zentrum bietet für die Patienten den Vorteil, dass alles, was wir hier machen, qualitätsgesichert ist. Das heißt, die Daten der Patienten werden erfasst. Es werden Komplikationen erfasst, ausgewertet. Die Komplikationen, die wir haben, werden im bundesweiten Vergleich mit anderen Zentren verglichen. Das heißt, wir haben können sehen, wie wir im Verhältnis zu anderen Kliniken stehen. Auch für den Patienten hat es auch noch den Vorteil, dass wir uns immer wieder beim Patienten melden nach der Operation und ihn fragen, wie es ihm geht, ob er Komplikationen hatte im weiteren Verlauf, ob die Hernie, der Bruch, wieder aufgetreten ist oder nicht. Für uns bedeutet die Zertifizierung, dass unsere Arbeit, die wir bisher seit vielen Jahren geleistet haben, anerkannt worden ist von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Und das ist eine Auszeichnung, weil wir jetzt hier in Nürnberg das erste Zentrum sind, was dieses Hernienzentrum zertifiziert hat. Und das hebt uns natürlich schon von anderen Kliniken ab. Also Hernienoperationen sind so in dem Bereich von 300 bis 400 Operationen im Jahr. Die häufigsten Hernien sind natürlich die Leistenbrüche, also Leistenbruch beim Mann ist das häufigste. Und dann folgen in absteigender Häufigkeit eben Narbenbrüche nach vorangegangenen Operationen, Nabelbrüche und die anderen Formen der Brüche an der Bauchwand sind eher etwas seltener. Wir haben für unser Zentrum jede Woche Dienstag und Donnerstag auch immer Sprechstunden über unser medizinisches Versorgungszentrum. Dort können sich Patienten anmelden, bekommen da einen Termin und werden dort von einem Facharzt gesehen und auch einer der Mitarbeiter des Hernienzentrums wird die Patienten dort beurteilen. Es wird dann für jeden Patienten die individuell beste Behandlungsform ausgewählt und mit dem Patienten dann entsprechend einen Operationstermin vereinbart. Das kann ambulant oder stationär sein. Okay.